Wie suchen wir unsere Klinik aus? Ist die Schwester nett? Ist es da sauber? Ist das Essen lecker? Ist das Zimmer schön? Ich habe 1989 in München eine Krankenpflegeausbildung begonnen. Das ich tatsächlich sehr schade finde und das war auch schon damals mein Erlebnis. Die Leidenschaft über den jeweiligen Zustand zu jammern, anstatt aufzustehen und zu sagen, komm, wir auf unserer Station, wir ändern das jetzt mal für uns. Der Arzt und sein Arztkittel, der ist ja regelmäßig lang. Das wissen wir durch die Krankenhaushygiene und die Mikrobiologie, dass es nichts Schlimmeres gibt als diesen Stofflappen, der von Patient zu Patient die Keime schön weiterträgt. Ein Krankenhaus, was mit Hotelstern zertifiziert ist, geht denn das auch in einem echten deutschen Krankenhaus? Das ist ein begehbarer Humidor, wo Zigarren drin liegen. Bei Orthopädie geht das. Wir sind ja keine Lungenklinik. So sieht dann das Ding aus, wenn es fertig gebaut ist. Sie sind fast dran vorbeigefahren. Ein Drittel hat selber Corona, ein Drittel hat Angst und ein Drittel arbeitet. Wir müssen leider Ihre OP-Arzt abgeben. Und wir haben einen Investitionsstopp verhängt, bis klar ist, wie läuft das hier überhaupt mit der ganzen Finanzierung weiter? Das ist unser, euer, unser aller Haus. Und es ist unser neues gemeinsames Haus.